Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit The Sims 2 und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Family. Und im letzten Part haben wir noch Noelle zu Besuch gehabt, wo wir uns gefragt haben, ob wir nicht vielleicht was mit ihr starten könnten. Aber ich glaube, ich möchte das nicht. Aber grundsätzlich, dass die ihren allerersten Kuss haben möchte, sehe ich auf jeden Fall. Aber Raoul hat heute auch Geburtstag. Diesmal vergesse ich das nicht. Und dann feiern wir auch seinen Geburtstag, würde ich behaupten. Aber der ist gerade noch auf der Arbeit. Bis wann muss er denn arbeiten? Bis 15 Uhr. Ach, das geht ja. Wenn wir dann direkt die Party schmeißen, dann machen wir Wackelpudding, weil ich finde das witzig. Und die beiden freunden sich hier weiter an. Das finde ich sehr, sehr süß. Der Kühlschrank ist leer. Oh, da ist er auch zu Hause. Wir stellen natürlich Lebensmittel. Ja, wir nehmen mal die maximalen, weil das ist jetzt nicht so teuer. Dann kann sie dann noch den Wackelpudding machen und dann kann er den Geburtstag planen. Die ist ja auch schnuckelig. Lieferung annehmen. So, und er kann ja dann schon mal hier Party veranstalten. Geburtstagsparty. Hier steht ja wieder in einen Tag, aber safe ist das wieder so, dass es dann jetzt heute ist um 18 Uhr. Deswegen, ja, machen wir das auf jeden Fall so. So, ich habe ein paar Leute eingeladen. Und dann kommen die auch schon. Okay, ja. Wackelpudding ist auch ready. Können wir ja mal eben hier hinstellen. Und dann, dass wir da die Anlage hinstellen, ist vielleicht ein bisschen cooler. Können wir ja wieder umändern. Ja, wir könnten halt so einen Geburtstagskuchen kaufen, aber... Ja, er kommt jetzt da auf den Boden. Toll. Und dann... Der ist doch süß. Dann kann er das direkt machen. Die Bar haben wir jetzt nicht, aber... Wird schon passen. Dann machen wir das hier direkt zuerst. Yeah, die haben auf jeden Fall erstmal direkt Bock. Das ist doch schon mal schön. So, Happy Birthday. Süß. Wie viele Kerzen wollen da eigentlich noch drauf sein? Oh, die freuen sich alle. Ah, Hilfe. Süß. Sie ist halt in ihrer Schlafkleidung. Das ist ein bisschen wild, aber... So, dann puste mal aus. Yay. Oh, das sind dieselben Animationen wie in Sims 3, oder? Das ist schon irgendwie süß. Yay. Oh. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja das Ziel von einer Geburtstagsparty, dass dann jemand auch Geburtstag hat. Oh, hui. Die Animation kommt anscheinend nur beim Geburtstag. Alle mal. So, und anscheinend wird ein erfülltes Leben führen. Das ist doch schön. Warum ist der kaputt, der Fernseher jetzt? Egal. So, und dann... Ich weiß gar nicht, wie erhöht man das denn hier? Muss man sich einfach nur unterhalten? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich gehe nach Hause, weil meine Bedürfnisse im Keller sind. Relatable. Ich weiß ja nicht, irgendwie... Ist das ein bisschen wild hier. Klasse Stimmung, guck mal. Ist doch schon gar nicht so schlecht. Jessica spielt hier auch. Erstmal Schach. Gönnt euch. Es sind nur drei Leute gekommen. Von sechs, die ich eingeladen habe. Traurig. Ja, vielleicht haben wir endlich mal eine erfolgreiche Party. Weil bisher ist es ja, wenn dann immer so ein bisschen Reinfall gewesen. Telefon klingelt, da muss erstmal kurz Romy dran gehen. Die anderen sind hier gerade wild beschäftigt, ja. Möchtest du einen Ausflug nach Downtown machen? Nee. Aber süß, denen geht's auf jeden Fall allen gut. Totaler Hammer, guck mal. Wie schön. Süß. No, I love it. Das ist ja schön, wenn die Party hier gut läuft. Die Geburtstagsparty war der Hammer. Gut gemacht. Oh, dann kriegen die auch, so eine Erinnerung. Das ist schön. Und er geht schlafen. Fühle ich. Dann legt man eben die Reste weg. Hier kann man das nicht wegstellen. Wie schade. Doch, das schon. Aber hier das nicht. Hm. So, dann können wir das wieder umstellen. War auf jeden Fall schlau, dass wir das umgestellt haben. So, dann gute Nacht. Oh mein Gott. Sein Schlafanzug. Also ich möchte auf jeden Fall noch, dass er einmal befördert wird. Und dann würde ich ihn dann in Rente schicken. Aber es ist auch so ein Seniorleben, ne? Produktiv sein um 6 Uhr morgens. Oh mein Gott. Blackie wird ja auch heute dann ja wahrscheinlich zum Oldie. Oh mein Gott. I'm not ready. Ich frage mich halt, wie man halt gut irgendwie Teenager oder so kennenlernt. Ich meine, das würde ich natürlich gerne mit ihr. Okay, die wollen alle ein Auto haben. Alle. Dann kann ich mir auch ein Auto kaufen. Wie wär's denn mit so einem? Schick. So ein bisschen die Wünsche hier auch mal erfüllen, ne? Das finden die ja immer ganz toll. Bei diesem Hund machen sich die ersten Alterserscheinungen bemerkbar. Vielleicht sollte er sich zur Ruhe setzen und von nun ab nur noch faul in der Sonne düsen. Ach, da kommt gar kein Geburtstag oder sowas. Och, Mausi. Oh. Sie möchte sich gerne mit Dino anfreunden. Vielleicht... Können wir ihn ja mal einladen. Er hat auf jeden Fall Bock, das ist doch schön. Was hat er denn an? Sie hat ihn gerade abgelehnt. Oh mein Gott.
Das wird ja auf jeden Fall was mit dieser Freundschaft. Ich meine, dass die so sexual nicht so zusammenpassen, das haben wir ja schon herausgefunden, aber... Junge, die hassen sich zwischendurch richtig, ne? Das ist... Ich weiß ja nicht, wie sie sich mit ihm hier anfreunden will. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das wird wirklich nichts mit denen, ne? Wow, die spielen ja miteinander. Ihm hat er das die ganze Zeit abgelehnt. Das fand ich nicht so toll. Das ist ein Hin und Her mit denen. Ich weiß ja nicht. Tschüss. Wow. Man kann Krebs machen. Geil. Oh, die brennen. War auch süß. Trotzdem kümmern die sich alle hier ganz liebevoll um den Hund. Mitten auf dem WG-Weg erstmal pissen. Normal. Alle ihre Wünsche bis auf einer haben einfach mit Raoul zu tun. Das ist ja mal so süß. Okay, sie redet mit irgendjemand Fremdem. Raouls allerneueste Menükreation ist mittlerweile in der ganzen Stadt bekannt und wird mit den Worten wie ein Geschenk des Himmels oder welch mysteriöser Genuss über alle Maßen gelobt. Raoul ist so bekannt, dass ihn bereits zwei Geschäftsmänner als Werbeträger unter Vertrag nehmen wollen. Für den einen der beiden soll er für die neuen unzerstörbaren Löffgabeln werben und für die anderen für das neue Küchenmaschinenfaxgerät hacken und senden. Für welches der beiden verrückten Küchenutensilien soll er sich entscheiden? Ich finde, glaube ich, die Löffgabeln witziger. Nehmen wir. Da Raoul schon immer der Meinung war, Gebrauchsgegenstände sollten so einfach wie möglich gestaltet werden, fällt seine Wahl spontan auf die Löffgabel. In der Werbesendung sagt er dann, sie wollen damit sagen, dass man mit diesem einen Utensil Suppe und Fleisch essen kann. Das ist unglaublich. Raoul hat die Zuschauer mit seinen gewinnenden Lächeln und seiner sanften Stimme so verzaubert, dass alle völlig verrückt nach den neuen Löffgabeln sind. Schnell werden in der ganzen Stadt alle Löffel und Gabel gegen Löffgabeln ausgetauscht. Während Raoul von seinen Freunden wegen der lächerlichen Aktion verspottet wird, ist er selbst glücklich, der neue Löffgabelkönig zu sein. Für seinen erfolgreichen Werbezug erhält er 20.000 Simoleons. What? Ja, läuft. So, damit Ems mal ein bisschen noch in Form bleibt, trainiert sie ein bisschen. Und Riley ist schon wieder zu Hause. Ich finde auch gut, dass man hier dieses Symbol sieht. Von der Interaktion. So, und sie ist natürlich eine fleißige Schülerin und macht erstmal ihre Hausaufgaben. Oh, das ging schnell heute mit den Hausaufgaben. Aber dann darf sie natürlich auch zocken. Aber sie hat noch nicht so ganz mit Dino abgelehnt, ne? Also abgeschlossen. Weil sie hat immer noch Angst davor, dass ein Flirt abgelehnt wird von ihm. Ich weiß ja nicht. Ich würde an der Stelle aber auch den Part beenden. Ich denke, ja, zwei Geburtstage quasi reichen auch an Dingen, die so in einem Part passieren können. Ja, also wenn ihr noch Ideen habt, was ihr unbedingt in den letzten drei Parts machen müsst, dann schreibt mir auf jeden Fall. Weil so langsam neigt sich das ja dann jetzt ja dem Ende, wie gesagt. Und ja, wenn jetzt noch irgendwas ist, was ihr unbedingt sehen wollt, dann ja, müssen wir das jetzt ja irgendwie dann mal so langsam machen. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!